Nein! Oh oh. Oh Gott, was ist das denn für ein merkwürdiges Ding? Unterstützung anvisiert. Oh oh. Nein! Oh Mist. Ist das Ding echt zerstört? Bitte! Das kann's doch nicht sein! Übrigens war das eine Avenger, nicht die Black Widow. Typ, er ist so ein Idiot. Ich meine, er wurde indoktriniert, von daher können wir dagegen nichts machen, aber... Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. Mist. Oh nein. Ich glaube, die Reaper müssen warten. Wir haben einen wichtigeren Feind zu bekämpfen. Und wir brauchen die Daten so oder so. Wenn Shepard denn lebt, was ich aber erwarte. Ja, natürlich. Und ein bisschen Beton entlang kraxeln. Woher kommen die blauen Linien? Das sieht toll aus. Das ist euer Ernst? Ich kann Kaleng jetzt immer noch nicht töten? Wie nervig. Oh oh. Shepard! Oh, danke, Lyra. Festhalten! Das haben wir nicht schaffen können. Es ist wie auf der Citadel, wir kriegen ihn einfach nicht. Verdammt, ist wieder alles umsonst. Ist jemand auf dieser Frequenz? Hier, Lieutenant Kuhlen, mein Trupp ist umzingelt! Hier, oh, Shepard, was ist Ihre Position? Wiederhole, ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie, was ist Ihre Position? Der Lieutenant ist tot, unsere Zone bricht zusammen. Oh nein. Kann doch nicht wahr sein. Es reicht. Commander Shepard, sind Sie das? Commander? Ratsherrin, die Mission ist... fehlgeschlagen. Der Kontakt zu Tessia ist abgebrochen. Als wäre der Planet weg. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin, schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Was ist passiert? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Doch, es muss einen Weg geben. Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Dann entschuldigen Sie mich. Ich muss... Vorbereitungen für den Fortbestand unserer Zivilisation. Oh Gott. Mit diesem Tag habe ich nie gerechnet. Niemand hat das. Es tut mir leid. Oh Gott. Wir müssen es versuchen. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Oh Gott. Bringen Sie uns raus. Das hier darf nicht einfach fallen. Nicht so ohne alles. Ich... Oh Gott. Lyra. Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Nein. Ich hätte es wissen müssen. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein.
Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Oh Gott. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Ja. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. Das ist ein guter Vorschlag. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Edie? Trainer? Nun, etwas wäre da schon. Raus damit. Dann raus damit, Trainer. Ich konnte Kailings Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Aber das Signal verschwand im Lyra-System. Dann suchen wir dort. Natürlich. Es ist aber nicht einfach weg, sondern es wird aktiv blockiert. Wie? Ich bin nicht sicher, aber etwas stört sämtliche Signale in diesem Weltraumabschnitt. Commander, im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Oh oh. Denken Sie, wir sollten uns das ansehen? Ja, Sir, in der Tat. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Sehr gute Arbeit. Jetzt müssen wir nur daraus was machen. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben eine Spur und die wollen wir nicht wieder verlieren. Diesmal geht Cerberus an den Kragen. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Zu der Zeit waren sie dort die einzige Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Hätten sie von Anfang an gleich... Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Gleich wegschaffen. Oh Gott, ich bin so sauer. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Wir müssen mit ihm reden. Vielleicht hat er nicht mehr so viel Zeit. Die Erde steht wahrscheinlich auch. Oh Gott, Codex aktualisiert. Der Untergang von Tessia. Anderson, ich habe schlechte Nachrichten. Hoffentlich haben Sie bessere. Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Nichts war einfach, aber das hätte ich nicht erwartet. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kai Leng hat sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenem Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Ich würde auf Sie wetten. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssen es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Der Humor ist langsam traurig. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende. Gut. Wenigstens haben wir jetzt eine Spur, um Cerberus endlich aufzuhalten. Es reicht. Im zweiten Teil haben sie uns unterstützt, aber... Nur um seine Ziele durchbringen zu wollen. Immerhin haben wir den Kollektor zerstört, die Kollektorenbasis und den Menschenreaper. So, allerdings haben wir viele Posten hinzubekommen. Das Volus-Schlachtschiff Kvunu. Die Volus haben nur ein einziges Schlachtschiff gebaut. Die Kvunu, benannt nach dem Diplomaten, der ihren Status als Kundenspezies mit den Turianern ausgehandelt hat. Für das einzige Volus-Schiff seiner Klasse ist die Kvunu erstaunlich gut bewaffnet. Sie hat mehr Nuklearwaffen an Bord als jedes andere Schlachtschiff und in der unteren Hülle befinden sich die größten Thanix-Kanonen, die jemals hergestellt wurden. Ein beeindruckender turianischer General, sagte nach der Jungfernfahrt der Kvunu, das Schiff könne einen ganzen Planeten dreimal hintereinander in Schutt und Asche legen. Das Teil will ich auf Cerberus draufwerfen. Die Elkor-Flottille. Die Elkor-Flottille verfügt zwar über einige Kreuzer, aber ihre eigentliche Stärke ist der Truppentransport. Aufgrund ihres Körperbaus tragen Elkor schultermontierte schwere Waffen, bei denen Nachladen, Zielen und Munitionsauswahl von VI-Systemen übernommen wird.
Es ist nicht ungewöhnlich, wenn ein Trupp von Elkor-Soldaten Raketenwerfer, Maschinengewehre und andere einschüchternde Waffen auf dem Rücken trägt, als würden sie überhaupt nichts wiegen. Die Volus-Bomberflotte. Volus bevorzugen bei Konflikten den Kampf aus der Luft und verlassen sich bei der Unterstützung am Boden auf die Turianer. Sie unterhalten mehrere Flottillen mit schweren Bombern, die in jeder Atmosphäre einsatzfähig sind. Die Citadel-Verteidigungsstreitmacht wurde aktualisiert. Das haben wir noch. Die Aufforderung, ein Betrüger, der Flüchtlinge ausgenommen hat, wurde von der Citadel geworfen. Spectre-Befehl hat militärische Vorräte. Ein Spectre hat C-Sicherheit die Erlaubnis erteilt, private Überwachungskameras anzuzapfen. C-Sicherheit hat die Erlaubnis erhalten, die zivilen Leads auszubilden. Es wurde eine Unterkunft für Studenten der Grissom Akademie gefunden. C-Sicherheit konzentriert sich auf kleinere Verbrechen und Vergehen. Das ist schlecht. Nach Versicherung, dass es für den Kriegsbemühungen entscheidend ist, sein Geld auf der Bank zu lassen. Die automatischen Verteidigungssysteme der Citadel wurden mit GEF-Störfrequenzen aufgerüstet. Von Commander Shepard beschaffene Pläne helfen zur Sicherheit von Cerberus, auf der Citadel zurückgelassene Geschütze problemlos zu finden und zu deaktivieren. Pläne für verbesserte Biotikverstärker von der Grissom Akademie haben das Durchhaltevermögen der Asari unter Feuer verbessert. Das Buch von Plenix sagt, dass jeder Volus in Zeiten der Not anderen helfen muss. Die Nachricht vom Fund des Buches hat viele Volus-Bürger dazu veranlasst, an die Wohlfahrt der Citadel und die Kriegskasse großzügige Summen zu spenden. Die Elkor waren sehr froh, als der Kodex der Ahnen wieder auftauchte. Mit neuer Hoffnung transportieren sie nun auf die Citadel Vorräte für die Kriegsbemühungen. Die Beschaffung der Ringe von Alune, einer verehrten Asari-Heilerin, hat Zivilisten dazu inspiriert, freiwillig in den Flüchtlingskliniken auf der Citadel mitzuhelfen. Die Allianz wurde auch nochmal verstärkt. Naja, ich werde das nicht alles vorlesen. Die erste Flotte wurde auch nochmal verstärkt. Die dritte Flotte ebenfalls. Die fünfte Flotte auch. So, Said Masani ist auch dazugekommen. Ja, bei den Asari ist auch was dazugekommen, auch wenn sie Tessia anscheinend verloren haben. Was wirklich nicht gut klingt. So. Der Kreuzer sieht schön aus, sieht ein bisschen aus wie die Destiny Ascension. So, der Tigel, ja, ohne den Katalysator ist er sinnlos. Aber so langsam haben wir richtig viele Sachen. Bei den Kurganern ist auch was dazugekommen. Die kurganischen Clans wurden verbessert durch die Kakleosaurier. Bei den Turianern ist auch noch was dazugekommen. Das Nervengift und ein Spezialeinsatz. Das Team auch. Insgesamt haben wir 6652 Punkte. Ich hätte nicht gedacht, dass Tessia echt untergeht. Ich meine, als wertvollster Planet. Verdammt. Ich dachte, nachdem wir den Reaper of Runoch erledigt haben. Ich weiß auch nicht. Ja, aber wir hätten unmöglich jeden Reaper auf Tessia aufhalten können. Die Asari hätten sich früher engagieren sollen. Naja. Oh je, Commander, Cerberus hat eine Kommunikationsanlage auf Ontaron angegriffen. Ich habe die Galaxiekarte schon aktualisiert. Gut. Danke fürs Zuhören, Commander. Es war eine gute Idee. Und im Moment ist es die beste Spur, die wir haben. Wie auch immer. Viel Glück. Sie hat uns schon so häufig geholfen. Commander? Das ist wirklich großartig. Und Nachrichten. Evakuierung von Tessia. Immerhin etwas. Vom Asari-Oberkommando. Gut. Sie haben diese Nachricht geöffnet. Sie kommt aber gar nicht vom Asari-Oberkommando. Das ist nämlich beschäftigt, sich um die Reste seines Planeten zu kümmern. Sie haben unseren Kampf auf Tessia also überlebt. Sie sind gar nicht so schwach, wie ich dachte. Das ist von Kai Leng. Wie ich dachte, aber vergessen Sie nicht, dass Ihr Bestes nicht ausgereicht hat, um mich aufzuhalten. Ein ganzer Planet liegt im Sterben, weil Ihnen die Stärke zum Sieg fehlte. Die Legende von Shepard muss neu geschrieben werden. Hoffentlich bin ich beim letzten Kapitel dabei. Das endet nämlich mit ihrem Tod. Kai Leng. Ja, das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass ich Kai töte. Und zwar ziemlich brutal.
Ich habe jetzt keine Lust mehr, Cerberus auch nur ein bisschen Gnade zu zeigen. Es ist vorbei. Wenn der Tiegel nicht bald fertig ist, haben wir keine Galaxie mehr, die wir retten können. Wie aufmunternd. Tessia also, hm? Huh? Die Asari wünschen sich bestimmt, sie hätten weniger Tänzerinnen und mehr Elite-Soldatinnen. Zu früh? Joker, es gab Tote. Denken Sie dran, wir haben gerade einige Millionen Asari verloren. Nicht jetzt! Sehen Sie das? Tiptree, eine kleine Kolonie am Arsch der Galaxie. Mein Vater lebt dort. Und meine Schwester. Die Reaper kamen vor knapp 2 Wochen. Oh oh. Sie können also davon ausgehen, dass ich durchaus weiß, dass ein Krieg tobt, Commander. Verdammt. Warum dann die Witze? Weil Edie sagt, dass sie laut den Metabolismus-Scans ihrer Panzerung im Moment mehr unter Stress stehen als während des Gyllianischen Angriffs. Eher so wie auf Akkus, als Dreschlunde den Rest ihres Trupps gefressen haben. Und bei meiner letzten Unterredung mit Anderson sagte er, ich solle mich um sie kümmern. Der Anführer des Widerstands auf der Erde macht sich Sorgen um sie und ich soll dabei helfen. Danke, aber ich bin schon okay. Ich weiß das zu schätzen, Joker, aber mir geht's gut. Von wegen. Sie sind doch selbst schon ein halber Roboter. Nichts für ungut, Edie. Und ich bin schuld daran. Als die Kollektoren die erste Normandy die gesprengt haben, sind sie gestorben, weil sie wegen mir zurückkommen mussten. Konnte den besten Piloten der Flotte doch nicht zurücklassen. Naja, hätte vermutlich in Ihrem Bericht schlecht ausgesehen. Kommen Sie, auf uns wartet Arbeit.